Da hat es uns wieder. Willkommen zurück zu Humbird. Ja, selbe Stelle, selbe Welle. Hat sich nichts geändert seit der letzten Folge, außer dass mir aufgefallen ist, dass dass kein Müll mehr weggetragen wird, weil meine Müllzone zu groß ist, wo ich hier gerade so rumsaß. Ich werde dann wohl mal meine Abfallzone ein bisschen vergrößern müssen, nehme ich mal stark an. Weil die ich jetzt habe, ist ja scheinbar offensichtlich zu klein. Machen wir mal ein bisschen größer, wir haben Platz. Prinzipiell gesehen. Gut, dass der Schlafplatz hier draußen ist. Hoffen wir, dass wir so schnell keinen neuen Siedler finden. Ich wird das hier gegraben. So, ich habe in der letzten Folge Gras noch auf den letzten Meter Forschung gemacht. Das Ding ist, ich hatte Skagetti, die war doch nachtaktiv, oder? Oder? Nachtmensch, genau. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gleich die Arbeit von Skagetti umstellen. Und zwar. Warum hat der denn hier um 83 Skagetti ist das? Das heißt, wir machen für Skagetti einfach mal Freizeit in den Morgenstunden? Schlafen bis 17. Wie viele Stunden hat sie? Ich glaube, sie kriegt. Das Problem ist bloß nämlich, glaube ich, dass sie mit ihrem Nachtmenschzeug, dass sie, glaube ich, mehr Schlaf abkriegt, wenn ich sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also sie kriegt nämlich 9 Schlaf ab und alle 9 Stunden Schlaf ab und alle anderen Leute müssen mit 8 auskommen. Na gut, dann kann sie bis 18 Uhr. Zack. Weil die wissen ja auch, für die anderen haben ja nur einmal Joy. Gut. Zack. Naja. Dann kannst du zumindest 6 Stunden nachts schlafen. Wo hat denn Skagetti ihr Bett? Naja gut, das halb ich seit weg. Da wird sie sicherlich in Ruhe schlafen, bis ich mal ihr Schlafzimmer umbauen muss. Ich würde zumindest gerne die Wände hier, die Steinwände ersetzen. Das hätte zumindest Stil, oder? So. In der Sündzeit ist unser Kühlkammer. Oh, ich glaube, ich ahne vor allen Dingen, dass ich wohl doch mal darüber nachdenken müsste. Meine Kühlkammer größer zu bauen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es, was mir noch so aufgefallen ist, diese Kühlkammer. Ich glaube, ich kühle die mal ein bisschen tiefer runter. Ich hoffe, das verbraucht nicht zu viel Energie. Ah, weil es gibt so ein Event, dass der Strom ausgeht. Das wäre so ungünstig für mich jetzt irgendwie. Ich habe vor allem immer noch keinen Lagerraum gefunden. Ich glaube, hier hinten werde ich so großartig das. Ah, das ist hinter der Wand. Hier werde ich so großartig das Energiedings machen. Muss man vor allem mal versuchen, wenn ich die Windturbine andersrum baue, ob das was bringen würde. Was denn? Oh, da hinten noch ein Eisen. Gut, dass wir das beim letzten Mal mitgenommen haben. So, Mick baut hier Zeug an, in seiner Passion die Landschaft. Was macht das Skagetti jetzt eigentlich? Die chillt jetzt so? Ruht sich mit den anderen aus. Welchen anderen? Die ist alleine! Vor allem mein Projekt Aufenthaltsraum ist ja irgendwie doch ganz schön klein geworden, so im Nachhinein. Wenn ich drüber nachdenke. Weil ich hoffe, dass Bergbau nicht zu laut wird. Das ist ja auch irgendwie doof. So. Vor allem haben wir jetzt eigentlich einen Forschungsdienstbums. Ich muss mich fragen, wer forscht denn hier nicht von meinen Leuten? Eigentlich nur Clark forscht nur. Ich erlaube mal. Skagetti kann nicht wollen. Was kann Skagetti eigentlich überhaupt, was sie in der Nacht machen möchte eigentlich? Sie kann Kunst. Kunst und Medizin und Tiere. Aber dann könnte ich ja zumindest mal. Achso, das hat sie ja schon. Oder leiden wir? Meister ist RJ? Verdammt, warum ist der Meister in RJ? Kann ich das ändern? Wo waren verbunden? Na gut, das passt schon so. Boah, das ist die beste, dieser fühlt er sich ja nicht schlecht, wenn der fühle mich entsetzlich. Hat keinen bestimmten Grund, aber ist kalt. Ja klar, ist ihm kalt. Warum hat er denn in der Kälte geschlafen? Ach so, oh. Was ich eventuell auch noch machen muss, ist mir gerade so einfällt. Ich muss hier mal irgendwie so eine Wand reißen. Ja, natürlich sehr witzlos, habe ich mir gemacht. Mal, das fällt mir gerade so ein, das hätte eigentlich auch. Wand reißen, das hätte auch gerade mal Priorität über alles andere, weil, das ist ja drinnen auch wiederum kalt. Es gibt nämlich auch einen Ofen, den man aufstellen kann. So eine Heizung zu haben wäre gar nicht schlecht. Und dann brauche ich dafür dann natürlich Ventilatoren. Aber die kann ich die Steinwände, glaube ich, nicht bauen. Die kann ich eben nicht. Das ist ein Elend. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Mit dem Dingsbums. Die wollen ja vor allem auch in einer richtigen Temperatur schlafen. Da wäre es vielleicht ganz günstig, wenn ich meine abgeschlossenen Räume. Ich muss ja vor allem für hier oben noch was überlegen. Diesen Aufenthaltsraum. Den mache ich noch größer. Diesen. Und das hier doch der Arbeitsraum, der Innenarbeitsraum. Und nicht wie ursprünglich. Das sollte ja eigentlich ursprünglich der Aufenthaltsraum werden. Das hat ja auch so schönen Boden, aber. Ja, ist natürlich sehr schön, dass jetzt alle Räume untereinander ein Loch haben. Aber die Ventilatoren noch nicht fertig sind. Toll! Oh, wie spät haben wir es? 20 Uhr. Präsidente arbeiten an Dingsbums, genau. Du. Ach, kann er nicht.
Genau, mach du doch mal schnell den Ventilator hier fertig. Das wäre gut. Meine andere Lagerzone da draußen ist ja auch zu klein. Ach Mann, warum sind denn meine ganzen Zonen hier zu klein? Wer hätte denn mit so einer Menge an Ressourcen gerechnet? Ach stimmt, Faskaget, die sind ja doch Arbeitszeiten. Die schläft ja nur in der Nacht. Machen die hier sozial? Ah, die mögen sich aber alle, das ist ja schön. Oh, fuck. Da, jetzt. Jetzt noch ein Ventilator hier bauen. Ich mach mir halt bloß ein bisschen Sorgen, wie meine Energie der Dings muss. Ich habe hier 500 noch. Aber es könnte besser sein. Naja, zumindest scheint die Kombination aus Solar und Dingsenergie ja irgendwie einen Effekt zu zeigen. Achso, na klar, das ist. Ich wollte mich gerade wundern, warum das hier nicht funktioniert, aber. Natürlich auch schlecht, dass ich wertvollen Kühlplatz davon wegnehme. Also, ihr arbeitet jetzt hier einsam in der Nacht. Das ist jetzt eigentlich fröhlich. In der Kälte geschlafen, hässliche Umgebung, aber wirklich. Ja, sauber machen könnten die ja nicht wirklich mal bei sich. Also, müsst ihr doch jetzt eigentlich gute Laune haben, wenn sie neue Kolonie hoffen. Oho, wenn die weggeht, habe ich gleich ein Problem, oder? 5 Stunden? Oder? Vergnügt? Ich hätte hier kürzlich eine gute Zeit. Das ist ja schön. Schön, dass ihr eine gute Zeit hatte. Das freut mich ja sehr. Nachteule plus 16. Oh, da bringt ihr richtig viel. Wie finden die anderen sich? Sehr vergnügt, fühle mich gut, hat keinen biologischen. Ja gut, das kann ich nur so schnell nicht haben. Neue sehr vergnügt, neue Kolonie, fühle mich gut. Vermisstes Haustier. Ich sollte mit meinem Haustier zusammen sein. Ach so. Warte mal, aber, aber das Haustier von ihm ist doch. Celia ist doch das Haustier von jemand anders, oder nicht? Oder ist der Meister und der Besitzer des Haustiers jemand, unterschiedliche Leute? Sozial? Bindung zu Coven. Ach so, na gut. Dann sollte ich vielleicht mal kurz darüber nachdenken, den Schlafplatz fürs Tier direkt neben das Bett zu machen und den Schlafplatz, nein. Ach, was denn? Zieht der Hund denn eigentlich instant um? Der Hund zieht um, das ist ja schön. So, mein Ofen ist auf 21 Grad. Ist es in den anderen Räumen jetzt eigentlich auch 21 Grad? Natürlich nicht. Ja, das mit diesen Lüftungsdingen, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Hm, was jetzt? Ein schweres Spiel. Hat sie gerade, Achso, der Hund isst Fleisch. Einfach so, ist das nicht unhygienisch? Bin ich ja mal gespannt, ob Skagetti jetzt sich gut fühlt, dass sie ihr Nachteule. Ich fühle mich nachts viel besser. Es zählt jetzt noch als nach. 6 Uhr morgens geht noch. Achso. So, und jetzt müsste ja eigentlich Bult irgendwann mal. Achso gut, sie geht jetzt um 8 ins Bett. Na gut, jetzt arbeitest du mal kurz mit den anderen und dann müsste um 8 ins Bett gehen. Na gut. Problem ist, dass unser guter Freund. Wie gut ist eigentlich RJ überhaupt in unsere Konstruktion und so Zeug? Der Bergbau 4 hatte. Oh fuck, was ist das denn? Überfall. Piraten von der Security Gang sind dann hier aufklauen. Sie greifen sofort an. Das ist ja toll. 2 Stück gleich. Ich mir auch so überlegt habe, das wäre vielleicht eventuell eine ganz gute Idee, wenn ich meine Solarzellen einzäunen würde. Oder generell meinen ganzen Energiepark. Weil dir macht das noch irgendjemand kaputt. Ich sollte vielleicht wirklich darüber nachdenken, einen zweiten Turm zu bauen. Moment. Raumschiff? Nein, ich kann kein Raumschiff bauen. Ja, wo ist die Selbstschussanlage? Habe ich echt kein Eisen mehr? Das ist ja ein Elend. Kann ich das priorisieren? Wo ist ein Koban schon wieder hin? Hier. Habe ich kein Eisen raus hier? Das ist ja ein Elend hier. Geht etwas spazieren, das ist ja schön. Finde ich gut, dass die Wachs mir auch nichts tun. Echt kein Eisen mehr? Hätte ich nicht immer mal das große Eisengrabprojekt? Was ist denn? Ach, oh. Ja, doch, ich habe noch Eisen rum. Das große Eisengrabprojekt gibt es auch immer noch. Das hat nie aufgehört, relevant zu sein. Da wurde jetzt das Eisen her. Nicht aus der Richtung, da kommen die Piraten her. Aha. Ich habe vor allem mal geschafft, wo rennt denn jetzt lang? Achso, jetzt wird er noch mehr Eisen. Und da sind die Piraten noch schon. Und naja, gut. Ach, Junge. Schon wieder einer tot, also bist du nicht richtig. Was? Decker? Gut, flieht panisch. Geistiger Zustand? Die könnte ich jetzt festnehmen, oder was? Konstruktion 4, könnte richtig gut, wenn er wollte.
Japanische Gedanken. Was war noch so einer mit einem Holzbein hatte? Zieht das. Holzbeineffizienz 60. So, dann begib dich mal in Behandlung. Out. Ist er aber trotzdem beschossen. Oh. Okay, er ist einfach tot. Auch nicht schlecht. Na gut. Ich werde dann wohl noch, wo wir noch zwei Gräber ausheben müssen. Naja. Sowas kommt vor. Dass man so Gräber ausheben muss. Ich habe die Räume noch gar nicht in Auftrag gegeben. Fällt mir gerade so auf. Upsala. Ist ja nicht so der, minus 1, 1, 3, 1. Achso. Zumindest sind ja alle wieder dabei. Das ist ja schön. So, gut, dass wir dann noch den zweiten Geschützturm. Ein Glitterwirt-Surgeon namens Elvia Browns Killings kontaktiert die aus der Nähe. Sie wurden vom Piraten der Fraktion Crew gegen gejagt. Sie wird im Bild gebeten, an deren Erkundung beizutreten. Logisch ist sie 35 Jahre alt. Aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wird sie sich hinterher. Ja, von mir aus, biete Sicherheit. Kann die irgendwas Tolles? Sie ist nackt. Warum ist sie denn nackt? Was kann sie denn? Sie kann Kunst. Doch, noch so ein Künstler. Irgendwann kann sie Handwerk plus 4. Das ist auch nicht schlecht. Forschung kann sie noch ein bisschen. Glitterwirt-Surgeon. Naja, also vor zwei Piraten habe ich zum Glück keine Angst, weil das nicht hier 20 Stück sind. Wenn nicht, muss ich ja nochmal laden. Von vor 11 Minuten. Hey, ein Überfall, wer hat's gedacht? Wie viele sind denn das? Zwei Stück. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich meine Kid Researcher. Ich weiß immer, wo ich meine Klamotten herkriege. Auch nicht schlecht. Hat die sich jetzt eigentlich direkt angeschlossen? Mein Dings hier? Moment mal. Tatsächlich. Das ist ja schlecht jetzt eigentlich. Das ist ja richtig ungünstig. Ich bin ja quasi noch nicht mal fertig. Vor allem der Typ pummert hier noch rum. Aha. Ich hoffe, meine Geschütze schaffen das. Was macht sie denn jetzt? Ach, es baut sie ihre Skulpturen oder was? Oh. Geht dir jetzt die Solarzelle? Nein, Kurven! Bist du doof? Nein! Oh. Na, ich lade das nochmal. Ach, laden ist auch doof. Da muss ich jetzt auch nochmal. Ich habe ein Autosave von vor. Wie spät haben wir es denn jetzt gerade? Von vor 5 Minuten. Nehmen wir den. Sehen wir uns gleich wieder. Das Problem ist nämlich, wenn man in diesem Spiel lädt, dann bricht die Aufnahme ab. Das ist ein bisschen dämlich. Gut, ich brauche also mehr Geschütze und muss vor allen Dingen mal das. Ach, warum? Das ist so dämlich. Warum rennt der denn da zum, mitten in die Feuerlinie? Ach, ich brauche mehr Geschütztürme. Und die Gegner kommen immer von da Norden, von da im Norden. Das ist. Ach. So ein Elend. So ein verdammtes Elend, dass mir einfach die Leute wegsterben. Also gut, zum Glück kommen die gleichen Random-Ereignisse noch nicht mal wieder. Von dem, was ich ein richtiges Problem hätte, es gibt so ein Event, das heißt Solar Flare, dann fallen die ganzen Stromdinger aus. Wenn ich meine Leute zu kämpfen abschicken muss, dann habe ich echt ein Problem. Ich sollte vielleicht doch mal drüber nachdenken, wieder ein paar Fallen zu erforschen. So, wie weit waren wir hier? Also gar nicht so lange her. Ach, das war kurz, nachdem wir die Dings niedergeschossen haben. Ja, prinzipiell haben wir doch eigentlich genug Energie, oder? Achso, der Typ auch noch. Na gut. Mal sehen, ob er wieder instant stirbt. So, nur für den Fall, dass sowas nochmal passieren sollte. Und ganz nebenbei werde ich mal eben. Eine Holzwand hier rum errichten, dass zumindest mal dass man nur von einer Seite rankommt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Oder kann ich das. Das muss ich eigentlich mal testen, ob das Ding dann trotzdem noch Energie kriegt, wenn der Bereich hier. Warte mal, das war eigentlich ziemlich dämlich. Das muss ich eigentlich mal testen, ob der Bereich dann trotzdem noch. Ich kann direkt hier auch noch dicht machen. Wenn der Bereich hier komplett ab. Ob der Dingsbums hier noch Energie kriegt. Also ich muss auf jeden Fall eine. Ich muss auf jeden Fall keine Dachzone definieren, sonst habe ich irgendwie das doofe Gefühl, dass das mit meiner Solarzelle bald nicht mehr so gut funktioniert. So. So, das Bett habe ich schon umgelegt. Das ist eher Kummer darum. Möchte vielleicht irgendjemand. Nein. Möchte vielleicht irgendjemand versorgen?
Kannst du Arzt? Er kann Medizin 3 so ein bisschen, ja, denn, Achso, das ist kein Arzt. Wer ist denn hier überhaupt mal? Achso, Skagetti schläft natürlich. Na gut, das ist natürlich doof. So, machen wir mal ein bisschen mit dreifacher Geschwindigkeit. Wir haben ja gerade Zeit verloren. Was ist jetzt passiert? Ja gut, dann schon mal links. Ist mir relativ egal. Dann müssen wir Gräber ausschütten. Also, ihr habt das gleiche Zufallsereignis nochmal kommen. Das ist... Also, die waren ganz schön kampfstark, die Kulti-Gang-Typen. Also, viel kampfstärker als gedacht. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht, wie das gelaufen ist. Ich könnte doch Menschenfleisch essen, fällt mir nicht so auf. Eigentlich ziemlich unlogisch, wenn die Windturbinen tatsächlich nur so viel Öl sind. Hier denn? Vorratskapsel? Zum Ausspringen. Oha. In der Tat, wichtige Vorräte. Aber am Arsch der Welt, bis das geholt ist, es kann dauern. Was seid ihr? Die rennen hier einfach nur durch, oder was? Wer sind denn die? Researcher? Wie ist der andere Typ vorhin auch, der mich... vom City zu River, ausgerüstet Stahltaschen, das ist ja schlecht. Das ist ja toll. Sonst haben die nichts, oder was? Na toll. Na toll. Tragen Sie diese Objekte weg. So, machen wir hier noch den Boden mit Holz. Hat das Schönes. Holzboden hat schon was Besonderes. Und dann können wir... Ich habe mal die Angewohnheit, immer wenn ich meine Befehle ändere, dass ich das Spiel anhalte. Das ist eigentlich total Quatsch. Das müsste ich nicht tun. Was ist ja eigentlich für ein Boden? Was steht denn das hier? Ja, das mit der Heizung, das klappt ja irgendwie nicht so gut. Wenn hier drin sind, dann passt das mit den 21 Grad, aber in Nebenräumen scheint irgendwie nicht so viel anzukommen. Ich glaube, die Heizung müsste irgendwie... Ich glaube, ich bräuchte irgendwie so einen zentralen Heizkeller oder so. Von wo das ausgeht. Was geht? Okay, das ist... Die Windturbine scheint in der Nacht auf jeden Fall noch zu funktionieren. Das ist schön. Das habe ich natürlich jetzt sehr mit viel Erweiterbarkeit in Gedanken gebaut, das Ding. Eine ganzen automatischen Geschützturme sind aber, glaube ich, auch nicht so gut. Oha. Ich ahne Schlimmstes. Na gut, wollen wir uns noch nicht so lange aufhalten damit. Jetzt habe ich viel Geschützturme. Das könnte ein bisschen Overkill sein. Könnt diesen Typen hier bitte irgendwie eigentlich mal begraben oder das Blut wegwischen oder sonst irgendwas machen? Oh, Behandlung benötigt. Ach so, sie hat ja Asthma, ne? Pest. Oha. Warte mal, denn, wenn das so ist, dann Koban, du musst leider mal eine kurze Nachtschicht einlegen hier. Behandle die bitte mal eben. Ich weiß, ist nicht gut. Du hast das Leiche gesehen? Ah, ist ja sowieso gerade wieder Tag. Krankheit, Pest. Getty ist an Pest gerannt. Stell sicher, dass du eine Krankheit, einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Getty einfach viel Behandlung bekommt und so viel möglich im Bett verbringt, um sich schnell zu erholen. Na toll. Das geht natürlich jetzt leider die Nachtschicht verloren bei sowas. Was willst du machen? Das ist ein Puma? Man kann Puma zähmen? Ich hab das nicht irgendwie schief geht. Warum gehen die Taschenmesser eigentlich so immer so doll kaputt, wenn man die Leute kaputt schießt? Ist ja nicht auch unlogisch. So, habe ich jetzt hier beim letzten Mal eigentlich schon mal die Zone? Die Lagerzone erweitert? Ne, habe ich nicht. Jetzt. Also viel Essen habe ich ja auch nicht. Na gut, das ist jetzt der 12. im Sommer. Aber ich glaube, ich will nochmal ein Feld anlegen. Weil das Feld, was ich aktuell habe, es scheint mir nicht genug zu sein. Also zumindest nicht so... Richtig. Was ich auch noch nicht probiert habe, ist verschiedene Anbauzonen mit verschiedenen Sachen anzubauen. Also. Ach, wenn wir das erweitert, der ist das ja dem nicht mit dem Abbruch. Nee. Muss ich doch mal kurz anhalten, weil. Oh, jetzt lösche ich die ganze Anbauzone. Das ist natürlich auch toll. Und zwar, das ist nämlich das Ding ist, nämlich. Man kann ja noch mehr Sachen als so Kartoffeln anbauen. Zum Beispiel Mais. Das ist sicherlich nicht eine total schlechte Idee, verschiedene Sachen anzubauen. 5x10, das können wir hier noch anbauen. Kartoffeln, Rose, Tartilien, Ameisen. Was soll das denn ein Ameisenbaum? Hopfenpflanzen, Heilwurzel. Baumwollpflanzen könnte ich ja noch anbauen für Klamotten. Na gut, das ist ein bisschen spät. Dann bauen wir hier noch Reis an. Und dann werde ich mir nochmal ein ganz kleines Anbau. Achso, das ist eine gute Höhe, die ist ja größer, das ist ja dämlich. Dann mache ich hier hinten noch ein ganz kleines Anbau. Ach, jetzt habe ich das erweitert. Achso, ein Elend. Verflucht! Ach Mann. 5x10. Ne, 5x9 ist das noch gut. So, das habe ich gesagt. Ist was? Ist Reis? Das ist Mais, genau. Und dann möchte ich hier hinten noch so ein kleines Anbaugebiet Heilpflanzen machen. Das kann nicht schlecht sein, so Heilwurz anzubauen. So. Jetzt muss ich das hier bloß noch bei Gelegenheit nochmal irgendwie
Ja, und erstmal zigtausend Löcher rein, das kann man natürlich auch machen. Ach, schön, dass er jetzt hier alles alleine macht. Oder bevor ich hier in seinen Arbeitsraum fällt, machen wir lieber so hier. So, und die kleine Dachzone noch bauen hier. Nicht, dass die noch auf tolle Idee kommen, hier auf einmal ein Dach rüberbauen. Also, da helfen gleich alle mit, das ist ja schön. Wenn man das keine Arbeit ist von meinen Leuten. Leider kümmert sich auch niemand um die Forschung. Das ist eigentlich auch sehr schade. Was ist denn hier nicht der große Forscher von meinen Leuten? Der Typ ist nackt, der hat doch was an. Er ist eigentlich richtig gut in Forschung, aber warte mal. RJ ist eigentlich richtig gut in Forschung. Dann sollte er das wahrscheinlich auch besser machen, oder? Ja, ist ja auch der einzige Forscher. Das Problem ist halt, dass der auch noch so viel anderes Zeug macht. Oder mal Träger. Wir brauchen ja nicht so viele Träger hier. Schneider, Schmied, von mir aus. Forstwirt. Bergarbeiter. Na gut, Bergarbeiter können auch alle anderen Leute. Tierpfleger. Aufseher. Schalter. Achso, ja, umschalten. Und Bettruhe. Ja, keine Bettruhe zu haben, wäre, glaube ich, auch ziemlich unklug. Oh, Ascaretti liegt immer noch im... Oh. Das ist natürlich sehr ungesund. Gestörter Schlaf, sehr hungrig. Krank. Fühl mich nicht gut, Körper. Pest leicht. Ist die immer noch nicht behandelt? Nein, da kann man leider nichts behandeln. Achso, die braucht tatsächlich ihre eigene Bettruhe. Dann kann man da leider nicht viel machen. Das zeigt mal wieder, wie wichtig ist, dass ich dringend dass meine Krankenzimmer hier mal fertig werden. Ne? Also. Das scheint so ein Mangelzustand zu sein, der mir nicht so recht gefallen mag. Strukturen. So, was sind das hier eigentlich noch? Ich habe auf jeden Fall noch viele verschiedene Arten von Steinen. Was gerät die krank ist, das ist echt eine Arbeitskraft, die fehlt. Einmal kommen wir jetzt ganz gut voran. Aber auch diesmal, weil keine komischen Räuber vom Cruelty gegenkommen. Oha. Weil mir auffällt, dass mein Energiebedarf scheinbar erheblich gestiegen ist. Ich muss wohl doch darüber nachdenken, nochmal eine Windturbine hier hinzustellen. Das ist natürlich schlecht. Also sehr schlecht sogar, weil das ist... Achso, er macht das sauber. Wird das Ding denn effizienter dadurch? Vor allem hat RJ nichts Besseres zu tun, als die ganze Gegend sauber zu machen. Und ich baue nochmal eine Windturbine hier. Da geht das Ding nicht hin. Na gut. Was das wieder an Arbeit hier kostet. Ich weiß immer noch nicht, ob das so die beste Idee ist, überhaupt Betonboden zu machen oder ob das nicht einfach unnötige Arbeit kostet. Auf jeden Fall hier so ein Dach rüber zu haben, ist auf jeden Fall richtig gut. Das wird auf jeden Fall die Effizienz der Windturbine erheblich erhöhen, ich bin mir sicher. Das wird es bringen. Aber da arbeiten alle Leute an dieser Windturbine? Warum haben so Bauarbeiten eigentlich mal so hohe Prioritäten bei meinen Leuten? Es ist ja eigentlich ganz schön und gut, dass das Bauarbeiten immer so hohe Prioritäten haben, aber trotzdem. Das ist mir nicht ganz geheuer. Das ist wieder der 13. des Sommers, das war den anderen Tag auch schon. So. Wie viel Eisen habe ich hier? Oh, das Eisen ist alle. Dann sollte ich wahrscheinlich hier nochmal eine Schicht abtragen, nehme ich mal an. Sonst haben wir morgen bald kein Eisen mehr und dann ist es, ohne Eisen ist es auch immer schwierig zu bauen. So, immer die Felder wachsen schön. Das ist prächtig und die Tiere kommen nicht ran. Und wir haben auch einiges an Essen, das ist auch schön. Hatte ich die Lagerzelle nicht irgendwann mal umbenannt? Mir war so. Eigentlich kann man das Spiel, wenn wir so lange alle Aufträge haben, kann man das Spiel eigentlich, kann man das Spiel eigentlich sehr gut auf der Geschwindigkeit spielen. Kühlschrank. Zack. Fällt mir mal so auf, muss ich sagen. Es läuft ja nicht ganz gut hier. So, hier drin ist warm. So, geht's jetzt? Skagetti ist immer noch krank. Pflanzen angepflanzt, mal 20. Dessen fühlt er sich gut. Der ist immer noch nackt. Ich muss mich um das Klamottenproblem doch mal kümmern, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, ob das gar nicht, ob das so richtig sinnvoll ist, dass ich hier mal in jeder Ecke hier Türen bauen möchte. Steril die Fiesen, wenn Raus aushalten, selbst die Krankheit.
Braucht lange zum Verlegen. Das ist natürlich dann Betonplatten. Betonplatten sind hässlich, das ist mir egal. Für draußen hier zumindest. Aska geht jetzt wieder am Leben. Yay. Was? Pest schwer unbehandelt? Warum ist sie denn... Warum ist denn ihre Pest nicht behandelt, WTF? Pest schwer, ja. Würdest du das bitte noch weiter behandeln? Das geht ja irgendwie nicht so richtig weg, habe ich das Gefühl. Warum mache ich mir jetzt aber echt Sorgen hier um dieses Pestzeug? Kann ich nicht eigentlich irgendwie schönere Lampen bauen? Also, es ist ja schön und gut, dass hier so eine Lampe in der Landschaft steht, aber... Das kann doch eigentlich auch nicht so die... Was ist denn jetzt schon? Schlechte Laune? Wir können jetzt ein Leid an einem... Warum das denn? Ungemütlich, hat kein Bier schon ohne Tisch gegessen. Leicht... Warum hat er denn ohne Tisch gegessen? Wir haben noch einen Tisch. Ohne leichte Schmerzen, fühle mich nicht gut. Hast du auf dem Boden geschlafen? Warum hat er denn auf dem Boden geschlafen? Ist der doof? Ich meine, er kann es ja nicht mal darauf führen, dass das Ding hier keine Tür hat. Er kommt doch hier raus, oder nicht? Oder hat er jetzt in dieser Bude da drin geschlafen? Warte mal, warum ist denn der hier eingesperrt? Hä? Hä? Warte mal. Tatsächlich, der ist hier drin eingesperrt, aber warum? Hä? Ja gut, das verstehe ich natürlich vollkommen, dass er total schlechte Laune hat. Warte mal, hä? Meine Prinzessin hat diese Wand... Hat diese, mir fällt gerade auf, dass diese Wand hier komplett eigentlich überhaupt keinen Sinn hat. Hm. Achso, warte mal, er kann sich gar nicht selber befreien, fällt mir gerade so auf. Warte mal, da muss ich ihm mal kurz spontan mal das Bauarbeiter-Dingspunkt wiedergeben. Immer noch nicht? Warum kann er sich denn... Moment mal. Meg. Reiß mal bitte diese Wand da ab. So. Achso. Hä, warum war er denn da eingesperrt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Hä? Hä? Warum? Oh. Oh oh. Einer der Monde neben dem Planeten verdecken die Sonne. Eine Sonnenfinsternis hat begonnen. Das ist ja toll. Gut, dann haben wir ein Energieproblem, obwohl eigentlich nicht wirklich. Ich habe ja noch meine Turbinen. Also Sonnenfinsternis ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Sonst wird der andere Typ jetzt ja nicht wieder gute Laune kriegen, oder? Aber trotzdem, das ist mir jetzt... Hä? Hat er sich echt dabei mit meinem Wischen eingesperrt? Wer hat das denn geschafft? Ach, jetzt kann er forschen. Da müsste er doch eigentlich gute Laune von kriegen, oder? Hat rohe Nahrung gegessen. Warte mal, wer ist denn hier... Wer ist denn hier für den... wer ist denn hier für den... Oh, warte mal, mein einziger Koch ist Gaggetti, oder? Und liegt natürlich dauerhaft krank im Bett rum. Ja. 5, na gut, dann muss man... Dann muss man Kurven mal leider, Kovan, heißt er. Wo ist er denn überhaupt hin? Hallo? So, der baut hier... Junge, du musst leider Essen kochen, und zwar so schnell wie möglich, sonst kriegen die Leute nur eine schlechte Laune. Ach. Wie kann denn das? Kochen kann der eigentlich Weltklasse. Ich glaube, das macht der jetzt immer. Das habe ich hier, glaube ich, ich habe ja bloß gesagt, dass er kein Essen kochen soll. Also, wir brauchen 6 Brot dafür. Ich habe jetzt eingeschlagen hier. Oha. Oha. So, wie geht's ins Spaghetti? Pest leicht wurde immun. Gut. Solange sich der Rest hier nicht ansteckt an der Pest, alles gut. Aber das ist natürlich der Nachteil, wenn man so schnell spielt wie ich. Dass solche Sachen leicht vermisst. Ausgefratzte Kleidung. Ach. Ich müsste also mal wieder neue Kleidung herstellen. Na gut, sie freut sich auf jeden Fall, dass sie in der Nacht das machen kann. Ist ja auch nicht schlecht. Solange hier nicht irgendwas abbrennt. Mir fällt gerade so ein, so Holzwände sind vielleicht gar nicht so doll, ne? Na gut, dass ich im Felsen wohne. Achso, sie baut hier mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht kann man immer Bergbau betreiben. Kein Problem. Wie gut ist denn sie eigentlich mittlerweile? Bergbau 5. Ja, das ist echt ein Problem, dass er eigentlich keinerlei relevante Talente hat. Die gute Frau. Dann verbringt sie die Nacht sinnvoll. Ich habe sogar noch ein leeres Grab. Was soll das denn passieren? Wir sind auch aufgewacht. Schön. So. Sauber machen tut er auch. So, jetzt müsste ich den anderen Lütten noch eigentlich alle mal sehr hässliche Umgebung. Warum sind sehr hässliche Umgebung eigentlich?
Habe ich Stoff? Ah, ich habe natürlich keine 100 Stoff. Was habe ich denn überhaupt vor Ritianfell? Ich habe Syngarn da. Kann ich den benutzen für so ein Dings? Brauche ich 45 Syngarn für. Ah ne, dafür brauche ich 100 Syngarn. So viel habe ich natürlich nicht. Ah, ich habe... Warum kriege ich denn das Ding hier an? Oh, ich habe 100 Hasenfell, tatsächlich. Bandung benötigt? Warum ist sie denn schon wieder krank? Also geht das hier echt nicht weiter, mein Freund. Ne, nicht füttern, behandeln. Ja, die ist echt ein Dauerflieger, habe ich das Gefühl. Achso, ihr Asthma war das wieder. Na gut. Gut, das Asthma sollte ja zum Glück, das ist verbraucht. Was? Ey, die Sonnenfinsternis ist vorbei. Yay! Ich hoffe, ich kann dann meine schwachen Batterien dann mal wieder ein bisschen aufladen. So. Verlege ich hier vor allen Dingen erstmal sterile Fliesen. Dann kann ich jetzt nämlich endlich mal ein Krankenbett aufstellen. Das ist ja auch mal ein Anfang. Denke ich mal zumindest. Achso, ich hätte vielleicht das die Lampe vorher als erstes aufstellen sollen. Naja, was soll's. Kriegt den Leuten das irgendwas? Das kann ich denn eigentlich... Nein, Abbruch. Kriegt den Leuten das eigentlich irgendwas, wenn ich Möbel hier reinstelle? Ich habe diesen... Es fällt mir immer wieder auf, dass ich von diesem Spiel leider nicht so viel Ahnung hätte, wie ich gerne hätte. Kann ich noch einen Sessel aus Hasenfell bauen? Jo. Wie viel Hasenfell habe ich denn eigentlich? Da ich jetzt nicht... Was ist denn jetzt schon wieder? Händler von Mercy's Rock, sie wohnen ein paar Tage. Sie kannst ja auch angreifen, falls sie denn. Ja, nee, möchte ich nicht. Aber ohne Witz, wo habe ich denn so viel Hasenfell her? Jetzt habe ich kein Hasenfell mehr. Aber ich hatte. Wo hatte ich denn? Eine Vorratskapsel. Vielleicht mit ein wenig Sündmaterial. Nee, Fleisch. Fleisch ist auch nicht. Biberfleisch. Mhm. Steigert das denn nicht überhaupt den Wohnwert? Minus 1 immer noch. Hä? Tja, das ist ja auch irgendwie doof. Böden, Vergnügen. Ach so. Ach, da sind ja diese bisschen Siedler. Oh ja, so ein Geschützturm, der ist natürlich überhaupt nicht gut für den Wohnwert. Dann, wo ist denn Skagetti? Das müsste nämlich gerade eigentlich aktuell die einzige sein, die wach ist. Nee. Doch. Hey, wo sind denn hier meine Leute? Ich mag das vor allem nicht, wie die mal zwischen meinen Zeug hier rumrennen, ja. Oder, ne? Mal Dings hier. So, ach du Scheiße, was hat hier denn alles im Angebot? Oh Mann, 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 oh Mann. Sie hat auf jeden Fall Medizin, die... Ne, ich habe Medizin, das ist natürlich schlecht. Der gibt mir noch diese Preise, dieser Ware ist sehr teuer. Das interessiert mich aber nicht, weil ich habe nämlich leider keine... Die nehme ich einfach mal trotzdem, weil noch habe ich ja Gold. Eine Energierüstungshelm? Jetzt geht's aber los hier. Bier? Eine Lunge? Dieses unersetzliche Körperteil wird zum Atmen benötigt. Ein bionisches Bein, und das kann ich mir leider nicht leisten. Ein Affe kann ich dann noch kaufen. Und ich kann Leute kaufen? Sklave, männlich. Menschen, also durch genetische Anpassung. Achso, man kann auch Leute kaufen. Das ist ja interessant. Na gut, möchte ich aber nicht. Aber Medizin kaufen ist mir immer wieder ein Bedürfnis, weil es fällt auf, dass mir die Medizin langsam sicher ausgeht. Warte mal, was mir gerade so auffällt. Die Medizin hat aber auch Schaden genommen, oder? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte die Medizin, glaube ich, nicht... Also ich glaube, ich hätte generell so viel Zeug nicht draußen lagern dürfen. Ich hätte viel mehr, ich glaube, ich hätte Medizin schon immer mal Indoor lagern müssen. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, ich brauche doch mal ein Indoor-Lager, zumindest ein überdachtes. Na gut, wie dem auch sei, davon abgesehen, wir sind auf jeden Fall für heute fertig. Wir sind beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt RimWorld. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Kommentar da. Oder generell überhaupt, wie es euch denn so gefallen hat. Und dann würde ich mich selber Kommentare freuen, ob ihr vielleicht mehr sehen wollt oder nicht. Oder ob es dann auch wieder reicht. Wie dem auch sei, macht's gut bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.